So, willkommen zurück zu Blasphemous. Ich musste mich jetzt hier ein bisschen durch die ganze Welt schlagen, teilweise ein bisschen durchlaufen, um zu sehen, wo geht's denn jetzt hier wirklich weiter. Das war eine leichte Qual, bis ich dann mir so mal gedacht habe, komm, gehst du mal zurück, vielleicht findest du ja hier hinten noch was. Mittlerweile habe ich auch den zweiten Händler gefunden, der war hier oben. Genau hier, wo auch der Betschrein ist, Betpult, was auch immer. Und ja, da habe ich jetzt auch alles leer gekauft. Und wie gesagt, mittlerweile habe ich wieder was Neues gefunden. Aber hätte ich das in der Aufnahme gemacht, das wäre nicht gut gekommen. Jedenfalls hier an diesem Punkt, also hier, habe ich etwas gefunden. Und zwar auf ewig in Sand konserviertes Blut. Hat den Effekt, ich sehe zusätzliche Sprungmöglichkeiten. Wenn man es vielleicht mal gesehen hat, es gab ja so eine kleinen roten Glühwürmchen teilweise, die irgendwo im Bild waren. Das sind die hier über mir, das hier, wo ich gerade springe. Und die werden halt jetzt zu so einer roten Blutplattform. Finde ich schon mal sehr geil. Bin jedenfalls froh, dass ich jetzt hier wirklich überall mal durchgeguckt habe. Jetzt können wir nämlich auch ein bisschen weiter erkunden. Hier in Blasphemous. Und ich hoffe mal. Ja. Gut, konnte ich mir denken. Moment. Ah, deswegen. Konnte ich mir eigentlich denken, dass wir da so nämlich nicht anders hochkommen. Oh, ist das mit. Ah, das ist mit Zeit hintersetzt. In gewisser Weise. Okay, also müssen wir uns teilweise gleich ein bisschen beeilen. Und hier haben wir einen neuen Betschrein. Jawohl. Das freut mich schon mal ungemein, weil hier können wir jetzt uns in Ruhe erstmal weitermachen. Wobei es natürlich auch die Möglichkeit gibt, dass ich teilweise überall runterfallen kann. Wäre natürlich nicht ganz so geil wie gerade eben. Ich weiß aber auch nicht hundertprozentig, ob ich mich an diesen Blutlachen hochziehen kann. Würde jetzt einfach mal behaupten, nein, ich glaube nicht. So. Blutfragment gefunden. Dann gehen wir weiter. Das hier scheint auch so eine spezielle Passage zu sein, wo ich mir so denke, muss das jetzt sein? Tirana von der himmlischen Bastion. Oh, eine neue Fähigkeit. Ein Gebet, das die Gaben des Wunders missbraucht und die Luft um jenen segnet, der es spricht. Es erschafft eine Barriere aus göttlichen Blitzen, die allen Feinden Schaden zufügt, die versuchen, sie zu durchqueren. Hört sich interessant an. Wir rüsten es mal aus. Und guck mal. Ah, okay, kann ich hier einsetzen. Ui. Ui. Okay, das haben wir. Na, so komme ich auch zurück. Stehe. Gut, dann hätten wir ja den Punkt jetzt hier bearbeitet. Moment, da geht es noch links lang. Aber der war doch nicht offen. Hä? Einen Moment, jetzt muss ich kurz nachforschen. Aber hier ist doch zu. Ich komme noch nicht rein. Na, vielleicht in einem späteren Verlauf des Spiels, das würde mich zumindest nicht wundern. Das Gute natürlich an diesen Blutpfützen, ich weiß teilweise in etwa, wo wir jetzt noch hin könnten. Und ich glaube, da schauen wir uns mal gleich ein paar Dinge an. Aber erstmal muss ich ja hier wieder halbwegs heil runterkommen. Außerdem war ich jetzt noch nicht ganz.
am Anfang, wie man gesehen hat, ich habe auch Fertigkeiten investiert. Meine Punkte oben rechts sind größtenteils ja alle aufgebraucht. Also ich habe hier, ja, während ich offline war, viel investiert. So, hier sehe ich nochmal so eine speziellen Fliegen, was auch immer. Das heißt, da wird es nochmal eine andere Fähigkeit geben. Ah, da oben. Siehst du? Genau, da werden wir dann wahrscheinlich da hochkommen. Aber jetzt momentan das sehe ich da das noch nicht, dass wir da irgendwie was machen können. Gut, dann wenn wir jetzt an dem Punkt vorbeikommen, wo wir welche Taste? Wo wir dieses Blut eingesammelt haben. Wie wir da reinkommen, kann ich euch auch gleich noch sagen. Ist ganz einfach. Falls ihr euch erinnert, beim allerersten Händler haben wir ja einen Schlüssel gekauft. So, hier ist dieses, ja, diese Tür, die eigentlich verschlossen ist. Da kommt man rein. Und rechts ist halt so eine kleine, ja, Glaskasten, kann man sagen. Jetzt momentan ist es leer. Aber halt das Blut drinne. Und im Prinzip mit diesem Schlüssel, den du beim ersten Händler kaufst, für, ich glaube, 400 oder so waren es, kannst halt hier die Tür öffnen und dir so ein, diese Plattform mit Bluten holen halt. Das ist, ja. So. Ich wollte ja mal kurz gucken. Kann ich immer noch nicht verwenden. Wahrscheinlich erst, wenn voll ist, wa? Immer noch nicht. Oh. Okay, dann wird es eine, wahrscheinlich eine schwierige Fähigkeit sein. Also nicht schwierig, aber kann sie zumindest nicht verwenden. Hier sehe ich noch so eine Art Plattform. Oder was auch immer da dann kommen könnte. Ach schade, den vierten hat er nicht mehr durchgezogen. Bin ich ein bisschen traurig drüber. Hier waren diese ekligen kleinen Schlamm. Ah, genau. Jetzt geht es nämlich auch hier oben weiter. Komme ich nämlich hier oben an das Item ran. Bemalte Holzperle. Kugel mit gelber Lackierung. Die abplatzende Farbe verrät ihre Materialien. Steineiche aus dem Wald der Heiligen Linie. Kann bei der Zerstörung von Objekten Gesundheit wiederherstellen. Oh lol. Hat durchgezogen. Oh, warte mal. Ich hatte ich glaube ich noch nicht mit dem Rad, oder? Nee. Dass ich wüsste. Oder wir hatten es schon mal. Eins von beiden. Das war knapp. Bin ich ganz froh darüber, dass die Abwehrhaltung so lange geht. Bye, have a good time. So, warte mal. Dann bringt mir das eigentlich überhaupt nichts, wenn ich den Leuten den Schaden machen kann, beziehungsweise ich mich damit ja dann nicht schützen darf, kann, möchte. Ich da sehr viel Energie benötige. Gut, dann ja, bleibt mir bloß der Weg entweder hier jetzt lang, da lang, oder aber auch Yondo. In Yondo waren, glaube ich, auch so eine Blutpfützen gewesen. Da ich aber gerade nicht hundertprozentig sicher bin, würde ich es erstmal dort probieren. Also wir gehen jetzt kurz der Reihe nach um. Haben ja den Lift hier. Daher sollte eigentlich kein Problem sein. Aber ich bin mal gespannt, wo wir jetzt noch überall hinkommen. Durch diese kleine schöne Fähigkeit.
wir erlangt haben. Nope. Hier genauso. Oh, warte mal, ich hätte vielleicht unten lang gehen können, da wäre ich schneller gewesen, als wenn ich mich jetzt hier oben durchkloppen muss und Leiter klettern. Naja. Okay. Das hat die gar nicht interessiert, dass ich jetzt da gestanden habe. Nicht eigenartig. Was sind wir jetzt? Ja, doch. Eigentlich sind wir hier nicht richtig. Das wäre jetzt das Ding gewesen. Oh, ich habe schon die Säule jetzt auf mich zukommen sehen. Hilfe! Das war knapp. Da oben die Bärenhampelmänner noch. Zack. Weg. Schluss aus. So, dann sind wir jetzt. Na gut, ein kleines Stückchen müssen wir noch. Und dann würde mich mal ganz stark interessieren, ob es da jetzt so eine Artikel gab. Ich will es mir nicht. Wir das da, da erreichen könnten. Mal schauen. Das wäre jetzt, glaube ich, hier. Scheiße. Genau, das war hier. Das neue zu hören. Nee, hier war das nicht. Okay. Dann habe ich mich vertan. Nee, das lässt bleiben. Ah, dann fahren wir halt einfach. Stuhl nach oben könnte ich. Was ist das so viel kürzer, als wenn ich jetzt normal dahin gehen würde? Ich kann ja mal gucken. Oder wir gehen gleich nach Yondo. Ja, auch noch eine bessere Variante wahrscheinlich. Ah, ich habe mich wieder verloren. Ich habe mich vergessen. Oh, dass das natürlich jetzt bis 3 gezählt hat. An Schlägen ist natürlich super für mich. Nein! Okay. Konnten sie irgendwie. Alter, lass das sein, mich mit Steine zu beschießen. Dadurch auch erwischt. Mir natürlich sehr gefällt. Ja, ich, wie gesagt, ich könnte jetzt einfach da durchlaufen. Ich probiere es wirklich da oben. Ach nee, komm, wir laufen durch. Wir gehen gleich nach Yondo. Ach, guck mal. Aha. Ah, warte mal, dann müsste ich ja eigentlich. Hätte ich auch hier gucken können, ne? Nach denen. Wäre dann wahrscheinlich auch gekommen. Naja. Pech gehabt. Und gesagt, wir gehen jetzt nach Yondo und dann machen wir das auch. Ich hoffe nur, dass da wirklich so eine Blutlachen jetzt sind. So, hier ist der Händler.
wie schon erwähnt. Ja, das. Da. Guck mal, kann ich hier gar nicht runter kontrollieren. Na egal, wenn ich den hier. Dann keine Blutpfützen gewesen jetzt. Hätte es mir wahrscheinlich sonst angezeigt. Was sind Yondo, welche sein, ey? Weil ich war da heute schon mal. Nur um einfach mal zu überprüfen, ob es da jetzt wirklich nicht hingeht. Ja, da geht's wirklich nicht hin. Wenn du nichts weiter hast. Aber ich hoffe es, wie gesagt, dass jetzt dort wirklich was sein könnte, das mir dann doch weiterhilft. In diesem Blutpfützen. Und jetzt halt erstmal sehen. Ab mit dem Kopf. IC, hello. Lol. Nope. Das lässt so bleiben. Zusätzlich habe ich hier noch rausgefunden, ihr kennt wahrscheinlich noch diesen. War das knapp. Diesen dicken Glockentypen, der hier unten rumwuselt. Hier links jetzt. Der ist doch überraschend einfach gewesen. Einfach rüberhüpfen. Lol, ich hab die Dinge einfach zerstört. What? Hätte mir auch mal einer sagen können. Zack, einmal drüber hüpfen. Da hat sich das gegessen. So nischt mit irgendwie durchdashen. Dadurch kriegen wir ja, glaube ich, eh Schaden. Aber. Einfach rüberspringen. Da hat sich die Sache erledigt. Ja, ey, ich hasse ihn. Oh, jetzt hab ich. Ja, diese Bumerang-Typen wieder. Oh. Nee. War das knapp. Hätten jetzt uns wahrscheinlich den genau ins Gesicht gedrückt. Das muss ich nicht haben. So, haben wir zufällig eine Opfergabe jetzt eingesammelt gehabt? Nein, hat man nicht. Gut. Dann wollen wir doch. Opa wartet noch auf seinen Zug, den wir zuständig sind. Egal, dafür habe ich gerne ein bisschen Leben verloren. Boah, bitte lass jetzt hier irgendeine Blutlache oder was sein, wenn ich hier weiterkomme. Ansonsten muss ich wirklich gucken. Oh. Boah, das ist jetzt nicht so geil. So, das Problem, was ich habe, ich komme halt hier immer noch nicht rüber. Also ich muss irgendwie links rum und dann gucken. Also natürlich an der letzten Leiter hängt da wieder nicht ran. Habe ich jetzt die letzte Zeit ziemliche Probleme gehabt, dass der nicht festhalten kann.
Dann kommen wir nicht hin. Schon wieder. Hör mal. Hätte ich vielleicht den Alten leben lassen sollen mit seinen Glocken? Der mir das Teil hier zerstört? Ich weiß es nicht. Hör mal, ich hatte doch mal ein Tutorial, also was heißt Tutorial, Tipps zum Spiel. Und zwar das hier. Drück in der Luft RT und X, um nach einem Treffer weiter aufzusteigen. Ihr könnt diese Aktion zweimal ausführen, bevor ihr landen müsst. In der Luft. Würde für mich bedeuten, dass ich das jetzt auf einen von hier auf diesen Flattermann einsetzen müsste. Aber zweite Frage ist für mich, macht das Sinn? Wir müssen halt jetzt einfach mal warten, bis hier die Plattform halbwegs im Gleichgewicht mit dem Hügeltypen hier ist. Na gut, das könnte knapp werden. Nee. Das hat ja nichts gebracht. Ich weiß nicht wofür. Ah, jetzt hat man es gerade gesehen. Gut, um weiter aufzusteigen. So viel war das jetzt so auch nicht, muss ich sagen. War ja minimal. Warte mal, ich kann ja mal versuchen. Glockenhansel wieder zu beleben. Oh. Taste. Wieder nicht festgehalten. Oh, funktionieren. Das hat gar nicht geklappt, wie ich mir das gerade vorgestellt habe. Oh, und das war knapp. War der hier? Allo, so. Okay, gut, dann. Dann kommen wir jetzt auch hier in Yondo weiter. Oh, der Grütze. Ich mache mir Gedanken, wie ich das hier zum Laufen bekomme. Nice. Ja gut, wir hatten ja noch genug Content, so ist ja nicht. So, dann kann ich das wenigstens einschalten. Dass ich da selber oben das Ding aktivieren muss, damit hätte ich jetzt eher nicht so gedacht. Oh mein Gott, was ist denn das im Hintergrund? Sagt mir jetzt nicht so zu. Oh lol. Ein scheiß Bumerang, ey. Gut ist, ich habe selber momentan eine Fähigkeit, mit der ich halt entferntere Ziele treffen kann. Das. Oh. Okay, tut sich zumindest aber regenerieren die Steinplattform. Oh, Hilfe. So, die Platte müsste jetzt mal kurz nach oben fahren, damit ich überhaupt mal einen kleinen Überblick kriege. Ist nicht. Ja, ich könnte das Ding jetzt aktivieren oder gehe erstmal hier nach unten. Das ist gemein. Ach, schade. Ach
komm, aktivieren wir das. Warum sollen wir das nicht tun? Wir sind ja gerade eh etwas weniger beschäftigt. Okay, nicht. Dann kann ich mir aussuchen, ob ich links oder rechts gehe. Ich gehe mal links. Meistens eigentlich immer rechts in solchen Spielen. Aber wir gehen heute mal links. Oh, LOL! Nee! Na! Noch nicht so weit runter. Schon reichlich knapp gerade, danke. Oh, natürlich. Der Dage jetzt gerade seinen Bumerang geschmissen. Mit dir. Ich will mich auch noch so besiegen. Okay, dann holen wir uns diesen kleinen Schatz, der jetzt hier noch ist. Oh, ein Wirbelknochen von John, dem Spieler. Ja, da haben wir momentan auch schon sehr viel zusammen. Aber in gewisser Weise fehlt ja auch noch eine andere Menge. Nein. Okay. Ich gehe nochmal kurz zurück. Ich will wenigstens die andere Seite auch noch auskundschaften. Damit ich sagen kann, yo. Das passt, da brauchen wir jetzt nicht noch lang. Oder wir sagen einfach, der Weg gefällt mir besser. Ich muss. Passt da? Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht warum, versucht, oder er versucht es ja nicht, er macht es ja. Nicht mal, wenn ich die. Den. Nicht mal, wenn ich den. Knüppeln nach links oder rechts mache, der sich teilweise so gucken. Das gefällt mir nicht so. Oh, ich brauche bald einen neuen Controller. Weil ich ihn gerade zur Verfügung habe. Oh, da haben wir den gerade so rechtzeitig besiegt. Okay, also hier sieht es noch recht entspannt aus. Ich sagen wir, gehen mal hier. Nice. Den haben wir gut durchgezogen. Oh, hier musst du aufpassen, wenn die gegen die Wände krachen mit ihrer Glocke, dann ist nämlich problemsmäßig, dass du von der Wand fallen kannst. Mal hier links doch. Es geht sogar noch nach oben. Okay. Hätten wir das noch mit? Ja, wieder ein Knochen sein, genau. Rückenwirbel in dem Fall. Und da geht jetzt weiter nach oben noch. Ah ja. Aber nicht. Den haben wir. Komm. Ja. Oh lol. Ja, komm. Ich? Okay. Dann machen wir das so. Das Dumme ist natürlich jetzt für uns gerade, wir haben keine weiteren Heilflaschen mehr dabei. Dann fehlt uns immer noch Quecksilber, dass wir eine neue herstellen könnten.
Um. Oh, wir haben irgendwas fallen gelassen. Oh, das ist natürlich super, dass ich das so bekommen habe. Bewegen wir mal. Gehen nochmal zurück. Wir waren ja noch nicht fertig. Mit dem Erkunden, weil links war ja auch noch was. Müsste Plattform. Ich gehe einfach mal runter. Ah, da ist es schon. Es wird auch bloß so ein Shortcut kurz sein, denke ich mal. Ah nee, die bringt mich hier rüber. Ah ja. Alles klar, nee, dann passt das. Dann hat man das nämlich auch. Sehr gut. Wo machen wir weiter? Wir könnten weiter nach unten, wir könnten weiter nach rechts. Und wir könnten sogar noch weiter nach links. Ich wollte jetzt erstmal behaupten, wir gehen weiter nach rechts. Weil jetzt. Er ist nicht gesprungen. Also er ist schon gesprungen, aber jetzt nicht so, wie er eigentlich springen sollte. Irgendwas hat er falsch gemacht. Egal, ist nicht so schlimm. Wir haben Shortcuts mehr als genug. Darüber bin ich natürlich erfreut. Bin richtig froh, dass wir da echt jetzt gerade links lang gegangen sind. Oh, da schwingt die Kette. Er ist wieder nicht gesprungen. Hier gibt es irgendeinen Fehler. Ich weiß nicht, ob es in der Programmierung liegt. Keine Ahnung. Aber bei diesen. Auf, abwärts. Ja, siehst du, der hat sich gerade wieder. Hier, der duckt sich. Oh Gott, ich brauche bald echt einen neuen Controller. Das gefällt mir nicht. Wieder. Wieder geduckt. Oh shit, ey. Weiß ich nicht, ob ich damit jetzt noch spielen kann, richtig. Oder ich muss nach oben drücken, keine Ahnung. Oder ich warte jetzt einfach mal, dass ich so abspringen kann. Das nochmal. Warte mal, ich hätte eigentlich oben lang gehen können, ne? Mit der Plattform, merke ich gerade. Muss ich unten nicht mehr hier zu dem. Okay, also dann liegt es nicht am Spiel. Dann liegt es wirklich an dem Controller. Okay, wenn das in Bosskämpfen passiert, dann habe ich echt ein kleines Problem. Ja, das geht bis dahin. Jetzt schon, dass ich hier demnächst runterfallen werde. Hier, die geht so. Ah, konnte ich mir denken. Wäre ich jetzt im Arsch gewesen hier. Ich sehe da oben nicht viel. Oh. Okay. Gut, ich würde sagen, ich mache hier Schluss, weil ich glaube, es wird jetzt gerade nicht besser. Weil. Haut einfach nicht gerade so wirklich hin. Gut, ja, dann ist die Folge heute mal ein paar Minuten kürzer. Ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Ich bin froh, dass wir jetzt hier in Yondu weiterkommen. Und ja, dann
Bis dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut da rein. Ciao.